Heute müssen wir in Teardown eine der gefährlichsten SCPs, und zwar SCP-049, besiegen. Der sogenannte Plague-Doktor mit der Rabenmaske. Er besitzt die Möglichkeit, einen Schatten hervorzubringen, der uns richtig viel Schaden macht. Dazu haben wir wieder verschiedenste Autos, die wir gegen diese SCP-Kreatur verwenden können. Insgesamt haben wir in dieser Episode aber nur 3 Leben, das heißt, wir dürfen das TNT nicht berühren und SCP darf uns nicht besiegen. Schaffen wir das? Das erfahrt ihr in diesem Video. Und schreibt in die Kommentare, wollt ihr als nächstes den Train Eater? Dann ab mit dem Train Eater in die Kommentare. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Episode in Teardown. Und heute haben wir die dritte SCP-Kreatur in dieser Reihe am Start. Und zwar SCP-049. Seine Objektklasse ist der Euklid. Also ich glaube, alle von denen sind bisher Euklide gewesen. Wenn ihr wisst, was das heißt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und ihr könnt auf jeden Fall sehen, dass er sehr sentient ist und sehr, sehr gefährlich und aggressiv. Und das ist auf jeden Fall sein Bild. Momentan ist er noch in diesem Käfig hier drin gefangen. Aber Leute, wir werden ihn ganz natürlich gleich befreien. Deswegen, bevor wir ihn befreien, schauen wir uns erstmal an, was für Fahrzeuge wir haben. Wir haben natürlich, Leute, glaube ich, dieselben Fahrzeuge, die wir gegen SCP-173 verwenden konnten. Gegen diese Statue, die sich teleportieren konnte und uns quasi telekinetisch richtig viel Damage gemacht hat. Und ich glaube, dieses Mal werden wir strategisch vorgehen. Wir nehmen erstmal die kleinsten Fahrzeuge und arbeiten uns dann Stück für Stück zu den großen, weil wir haben letztens wirklich was falsch gemacht. Wir haben tatsächlich die ganz großen Fahrzeuge einfach verschwendet und dann konnten die kleinen Autos nicht mehr so viel Schaden machen. Aber ja, Leute, ich würde sagen, der Moment ist jetzt gekommen. Lasst jetzt alle mal einen Daumen nach oben da und das Tor wird fallen. Aber nur, wenn jeder jetzt ein Like da lasst. Also jetzt alle mal den Like-Button drücken und dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und smash den Like-Button. Oh mein Gott, yo. Okay, das Tor ist aufgegangen, Leute. SCP-049 ist freigesetzt. Und ehrlich gesagt, hey, der ist ja gar nicht so aggressiv, wie die Leute sagen. Und warum ist da Ketchup an deiner Hand, Bruder? Hast du damit irgendwas gemacht? Ich weiß nicht, wahrscheinlich bei McDonald's gearbeitet und ein paar Cheeseburger gebaut. SCP-049 gilt nicht nur als einer der gefährlicheren SCPs mit dieser ganzen Schattenkraft, sondern er ist auch einer der schlauesten. Das heißt, er macht seine Taktik sehr, sehr schlau. Und ich glaube, er hat diesen komischen Schatteneffekt. Ey, SCP, kannst du mir mal eben deinen Schatteneffekt zeigen? Nein? Leute, warum macht er das nicht? Normalerweise greift mich jeder sofort an, aber vielleicht macht er das nicht, weil er denkt, ich bin ziemlich schlau. Oh, oh, okay, oh, okay. Das ist der Schatteneffekt, Leute. Und wenn er diesen macht, dann bekomme ich so einen komischen Nebel um mich herum. Und ich glaube, den müssen wir wegmachen, indem wir ihm ein bisschen Schaden hinzufügen. Denn das Problem wird sein, Leute, wir haben erstens 3 Leben in dieser Folge. Und zweitens, wenn wir zu viel von diesem Schatteneffekt bekommen, wird unsere Sicht so beeinträchtigt, dass ich nichts mehr sehen kann. Und damit quasi meinen Körper verliere. So. Also Leute, lasst uns den Schatten wieder zurücktreiben, indem wir jetzt auf ihn drauf fahren und yo, der Schatten ist weg. Oh, Vorsicht. Das war gut, Leute. Ich darf nämlich das TNT nicht berühren und ich darf erst aus dem Auto steigen, wenn es zu spät ist. Okay, was nehmen wir als nächstes? Ich glaube, als nächstes kommt der Bugatti und zwar genau auf dieselbe Stelle, mein Freund. So, dann probieren wir mal und bleib drin, bleib drin. Bleib drin. Oh nein. Nein, 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 nein. Bloß nicht aufs TNT fallen. Sehr wichtig, Leute. Sehr wichtig. Okay, er zeigt sich sehr unbeeindruckt. Aber ich habe noch mehr davon, Kollege. Ich habe noch mehr von diesen Sportwagen, die ich gegen dich fahren kann. Und jetzt sind wir drin. Leute, wir sind in SCP-049 drin. Oh Mann. Okay. Ich komme nicht weiter voran, Leute. Ich steck fest. Ich komme wirklich nicht voran, Leute. Wir müssen das Auto verlassen. Na, SCP, wie fühlt es sich, so ein Auto, so ein Hot Wheels Auto drinnen zu haben? Oh mein Gott, ich habe gerade eine Theorie, Leute, was ein Teardown ist. Das alles sind keine echten Autos. Das sind Miniaturautos und das ist die echte Lebensgröße. Ja gut, wenn das so, so. Oh, oh, oh mein Gott. Oh, 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 oh. Was? Der hat mir einfach ein Leben abgezogen. Und den Schatteneffekt habe ich jetzt auch noch. Und der ist diesmal ein bisschen stärker als vorher. Okay, weißt du was? Du bekommst jetzt nicht dieses kleine Auto, sondern direkt einen kleinen Monster-Truck rein. So wird es nämlich aussehen, SCP-049. Oh! Yo! Ich habe ihn wie so einen Hammer einfach reingehämmert. Und jetzt fahren wir ein bisschen rückwärts, Leute. Wir wissen nämlich, wow, so sieht es von innen aus. Ich brauche Taschenlampe. Ich weiß nämlich nicht, ich sehe nicht. Ich bin lauter Minecraft-Blöcken hier drin. Aber wir machen dem Plague Doctor SCP-049 von innen richtig Schaden. Das ist so wichtig. Oh, okay, ich höre es. Ich höre, wie er innerlich gerade komplett
kaputt geht. Okay, meint ihr, das Ganze geschieht automatisch? Dann kann ich das Auto ja verlassen, oder? Okay, wir haben das Auto verlassen und das Spiel fängt an zu laggen. Das liegt nämlich daran, Leute, wir haben in SCP-049 ein riesiges Loch reingemacht. Guckt euch mal dieses... Wo ist denn das Loch? Da ist das Loch, Leute. Guckt euch mal dieses riesige Loch an, das wir in SCP reingemacht haben. Es sieht aus, als wären wir gerade wirklich im Nether von Minecraft. Oder nee, beim Enderdrachen. Okay, Kollege, dann würde ich sagen, ein bisschen Damage kriegst du noch, oder? Wow, 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 wow. Was hat... Leute, warte mal kurz. Hatte mit diesem Schatteneffekt gerade meine Fahrzeuge... No, 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 no. No. Oh mein... Nein. Bro. Bro. Bro, mein Auto zerfrisst. Wow. Wow. Bro, what's going... Hat er gerade das Wetter geändert? Leute, es ist neblig geworden. Es ist einfach neblig geworden. Und schaut euch mal an, was er mit diesem Bus gemacht hat. Kann ich in den noch einsteigen? Oh, yo, es ist noch ganz knapp ein bisschen was vom Bus übrig. Er lässt sich gerade noch so steuern. Okay, Kollege, ich glaube, wir probieren das Ganze jetzt noch einmal. Also, sag auf... Warte, warum habe ich kein Nitro? Ah, ich habe nur ein bisschen... Oh, yo! Noch einmal in die Mitte. Und jetzt spült es uns richtig in das Loch, was wir vorhin reingegraben rein. Haben rein. What, Alter? Wie viel? Oh, yo! 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 Oh mein Gott, der Bus hat ein riesiges Loch, wo das Ganze jetzt abfließt, gemacht. Und jetzt sieht... Leute, guckt euch das an. Von innen macht der Bus so viel Schaden durch diese Vorarbeit, die wir geleistet haben. Es spült lila Zeug, als würde er aus Grimace Shake bestehen. Einfach aus diesem Loch raus. Und jetzt fällt der Bus noch mit raus. Und das ist wirklich maximaler Schaden. Und nice, das TNT ist auch noch gleich mit explodiert. Und Leute, das sieht so... Warum sieht das so cool aus? Es sieht so richtig entspannt aus. So, als würde so ein Wasserfall darunter fließen. Ich finde das voll entspannt. Wow, okay, jetzt weiß ich, warum das Spiel auch laggt. Wegen so vielen 3D-Modellen, die jetzt getrennt wurden von diesem SCP. Und Leute, das sieht ja mal absolut geisteskrank aus. Wie riesig ist dieses Loch? Warte mal, da steckt noch das Auto drin. Da steckt noch das Auto drin. Wow. Alter, wie unglaublich viel da einfach runterfließt. Ich glaube, der SCP hat wirklich jetzt fast... Warte mal, ist da unten ein Loch? Yo. Yo, der Monster Truck, der ist jetzt auch noch durchgekommen. Oh mein Gott, Alter. So viel Schaden hatten wir, glaube ich, in 3, 4 Autos, die wir benutzt haben, noch nie. Und Junge, das sieht aus, als hättest du... Machst du gerade dir in die Hose, SCP? Machen wir mal das weg, damit das Ganze nicht so laggt. Okay, Leute. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Vorsicht, Leute. Dieser Schatten, der macht wieder diesen Schatteneffekt. Okay. Oh, yo. Nein, 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 nein. Leute, ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. SCP rastet aus. Okay. Leute, ich glaube, wir haben es überstanden. Alter. Das war jetzt gefährlich, Freunde. Das war jetzt gefährlich. Okay, auf geht's ins nächste Fahrzeug. Ich glaube, wir... Ah, ich weiß nicht. Sollen wir dieses große Auto nehmen? Ich denke, wir nehmen einfach mal so ein kleines Polizeiauto, Freunde. Achtung, SCP-049 ist ausgebrochen. Code 0, wir müssen ihn zerstören. Yeah! Vielleicht nehmen wir doch was Größeres. Und zwar nehmen wir, glaube ich, als nächstes einfach mal diesen Bus, den er gerade ein bisschen zerstört hat. Oh, oh, Vorsicht, Leute. Ich habe da ein bisschen was kaputt gemacht. Und Achtung, rein geht's! Yo, wir haben ein Loch durchgebohrt, Alter. Oh, Vorsicht, nein, nein, nein. Oh. Ich habe nur noch ein Leben. Nein. Okay, ich habe zwar nur noch ein Leben, Leute. Und ich sehe diesen Schatteneffekt langsam permanent irgendwie. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Aber das Loch, was wir reingemacht haben, ist schon absolut crazy. Versuchen wir mal, eine der Hände zu treffen. Vielleicht wird er dadurch geschwächt. Okay, was nehmen wir dazu, Leute? Ich glaube... Oh, das wäre richtig gefährlich, Leute. Wenn wir jetzt mit Feuer rumhantieren am Anfang des Videos, dann weiß ich, Leute, werden wir diesen SCP definitiv nicht mehr richtig erleben. Also, nein, 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 oh. Warte, ich höre mich genauso an wie dieses Piepgeräusch. Oh mein Gott. Leute, wenn ihr für den Safe nicht ein Like da lasst, dann weiß ich auch nicht. Das war ja übelst gefährlich.
Das war ja richtig krass, dieser Save. Ich habe einfach den Feuerwehrwagen gerettet. Okay, Achtung. Let's go. Komm schon, auf den rechten Arm, Leute. Wir zielen auf den rechten Arm. Wir zielen jetzt auf den rechten Arm. Ja, sieht gut aus. Sieht gut. Ah, wir haben ihn nicht optimal getroffen. Boah, hatten wir Luck. Boah, hatten wir Luck, Leute, dass wir nicht von dem TNT erwischt wurden. Hatten wir ein Glück. Wow, 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 wow. Er greift wieder an mit dem Schatteneffekt. Nein, 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 nein. Wow. Okay, das ist jetzt gefährlich, Leute. SCP versucht mich zu erreichen. Ich nehme Deckung von meinen Autos. Ich glaube, diese Deckung wird nicht lange halten. Komm schon. Alter, das ist jetzt endlich mal beruhigt. Bro, ich guck da lieber nicht hin, Leute. Sonst wird dieser Schatteneffekt noch schlimmer. Oh. Okay. Oh, er hat sich beruhigt, Leute. Aber der Himmel färbt sich rot. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Ey, und vor allem diese Autos, die haben es einfach immer noch überlebt. Weißt du was? Komm, die kannst du auch noch haben. Jetzt machen wir richtig Snipen. Wir werden jetzt versuchen, den Arm perfekt zu erwischen. So, und mit Nitro nachjustieren. Das war super. Okay, einen Bugatti haben wir noch. Oder warte, das ist Lamborghini irgendwas. Man kennt ihn, der Lamborghini irgendwas. Das beste Auto auf Erden. Oh nein, 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 nein. Wir fallen runter. Na, vielleicht brauchen wir doch was Größeres. Wir nehmen einfach mal den Monster Truck, Leute. Komm, wir müssen den Arm treffen, Leute. Oh, jetzt versucht er Damage zu machen. Wow. Alter, die Schattenhand. Yo, der ist gut. Der ist gut. Der ist sehr gut. Der war ja mal richtig gut, Leute. Ist das eine Wand, die sich da... Leute, sind wir hier bei Stranger Things oder was ist das hier für ein Portal? Wo führt das hin? I don't know. Ich glaube, Leute, aber da fallen die ganzen Sachen rein, oder? Kann man das greifen? Oh, Vorsicht. Okay, der Schatteneffekt ist jetzt ein bisschen reduziert. Wir haben nämlich geschafft, Leute, den ersten Arm abzumachen von SCP-049. Und die leuchtenden Augen, die werden stärker. Wir müssen nämlich, um ihn zu besiegen, ihn komplett zu Fall bringen. Und dazu gehört, dass wir beide Arme komplett besiegen. Und die Maske von ihm muss fallen. Erst dann kommt er wirklich zum Stillstand. Vielleicht nehmen wir mal diesen Doppeldecker. Ich meine, Doppeldecker, doppelt lecker. Kennt ihr die Werbung? Kennt ihr die Werbung, Leute? Jetzt gehen wir mal nicht zu hoch. Wir stapeln jetzt nicht zu hoch. Wir nehmen jetzt einfach ein bisschen Pace. Und yeah! Puh, okay. Das Problem ist, Leute, wir haben echt nur noch ein Leben. Und ich weiß nicht, was wir dafür tun. Warte mal, abonnieren für extra Leben. Leute, drückt mal den Abo-Button. Ich glaube, diese Challenge werden wir wahrscheinlich nicht schaffen mit diesem letzten Leben. Also, smasht jetzt alle den Abo-Button. Komm schon, jeder Einzelne, der Gregor, die Anita, wer auch immer, ich weiß nicht, ob, haben wir eine Anita unter meinen Zuschauern? Egal, drückt alle auf den Abo-Button, 3, 2, 1, let's go! Okay, let's go! Wir haben jetzt ein zweites Leben bekommen, Leute, wir haben jetzt noch zwei Leben insgesamt und das würde ich sagen, feiern wir einfach mal jetzt mit einem Militärfahrzeug gegen SCP. Oh mein Gott, okay, okay, Leute, die Hand gilt es zu zerstören. Er kann nur diesen Schatten... Oh mein Gott, ich sehe langsam weniger. Ich sehe immer weniger. Und er trifft mein Auto. Er trifft mein Auto. Aber... Oh, yeah. Ja, jetzt drin bleiben. Jetzt drin bleiben. Yo, das ist Maximum Damage. Das ist Maximum Damage. Ja, let's go. Oha, das ist so gut. Das ist so gut, Leute. Wow. Ich muss sagen, ich habe einfach den Buchstaben H. Ich habe einfach H erstellt. Oder es ist ein, oder es sind zwei Kakteen, also Kaktusse, die gegeneinander kämpfen. Vielleicht, das sieht auch so ein bisschen aus. Okay, Leute, der Doktor. Oh, nein, nein, nein. Lauf, lauf, lauf. Ich will nicht diesen Schatteneffekt sehen nochmal. Komm schon. Ah. Oh, warte. Sollen wir... Ah, komm, Leute, wir nehmen eines dieser krassen Fahrzeuge. Ich nehme jetzt einfach mal den Wagen dort hinten. Was ist das für eins? Das sieht aus wie so ein... ich glaube, so wie ein Insurgent oder so. Es ist wahrscheinlich der Insurgent aus GTA 5. Komm, meint ihr, wir schaffen es? Komm, wir geben Vollgas. Auf die Mitte, Leute. Auf die Mitte. Wir kriegen einfach keine Pace rein. Oh, jetzt ist gut. Seitlich für maximalen Aufprall. Ich steck fest. Na los. Nein, nicht runterfallen. Ja, reinfräsen. Ja, nein, das Nitro geht mir aus. Oh, ja, wir brechen die Wand. Wir brechen die Wand. Wir durchbrechen die Wand. Das ist gut. Jetzt nochmal mit Nitro. Oh ja, Leute, je länger wir hier bleiben, desto mehr Schaden machen wir ihnen. Und SCP rastet aus.
SCP rastet aus. Er rastet komplett aus gerade, weil wir ihm richtig Schaden hinzufügen, Leute. Ja, das ist gut. Und jetzt nochmal mit Nitro nachschieben. Oh, das sieht nicht gut aus. Jetzt können wir runterfallen, glaube ich. Jetzt nach links, Bro. Nach links. Ja. 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 Ah, okay. Ich gebe das Auto auf. Ich glaube, weiter kommen wir nicht mit dem Wagen. What's going on? What's going on? Oh. Oh mein Gott. No way. Nein, 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 nein. Meine Autos. Meine Autos. Wow, wow, wow. Alter. Yo. Ich habe ein Leben verloren. Ich habe ein Leben verloren. Wie? Ich konnte nicht. Der hat jetzt seinen ultimativen Angriff rausgehauen. Seinen ultimativen Schattenangriff. Wo bin ich? Respawn ich? Leute, ich habe gerade Black Screen. Was ist gerade passiert? Was? Was? Was hat der getan? Er hat die Nacht herbeigerufen und gleichzeitig hat er einfach den heftigsten Angriff. Guckt euch das an. Guckt euch mal diesen Schaden an, den der hier verursacht hat gerade. Ich habe so viele Autos verloren. Die ganzen Autos da hinten, die ganzen Monster Trucks. Alle mit den... Der hier ist noch da. Der ist noch da, Leute. Der explosive Van. Der ist noch da. Willst du wirklich... Oh, seine leuchtenden Augen. Seht ihr die leuchtenden Augen? Du denkst wohl, du kannst mich besiegen, aber sei dir gewiss, ich werde dich jetzt besiegen. Und zwar mit dem explosivsten und exklusivsten Fahrzeug, das richtig viel Schaden hinzufügen kann. Und jetzt muss ich ein bisschen Schwung holen. Ah, das ist das Problem. Ich kann gar keinen Schwung holen. So, wir fahren jetzt ein bisschen weit nach hinten. Oh, Moment, Moment, Moment. Das Auto ist explosiv. Kann ich nicht, wegen den ganzen Raketen. Und jetzt, Leute... Wir gehen straight auf ihn drauf. Maximale Geschwindigkeit. Und im Loch drinnen soll es explodieren. Ja. Oh. Let's go. Yo. Alter. Oh boy. Das ist absolut Wahnsinn. Warte mal. Hat der Typ... Hä? Das hätte ihm gar nichts ausgemacht. Okay, das Loch ist größer geworden. Das kann man sagen. Das Loch ist deutlich größer geworden. Aber es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Wir sind auf unserem letzten Leben gerade. Wenn wir das nicht bald schaffen, dann haben wir ein richtig großes Problem. Und, oh, warte. Vielleicht nehme ich diesen riesen Red Rod Monster Truck. Der sollte in der Lage sein. Der sollte in der Lage sein. Und er kann über die ganzen Stückchen fahren, die hier rüber gelassen wurden. Okay, so viel Power hat er jetzt nicht. Ja, okay. Ich glaube, das Ding ist ein Flop. Der hat ja gefühlt gar keine Leistung. Oh, oh, yo, die Rampe lässt sich hochfahren. Oh nein, das sehe ich jetzt erst. Nein. Okay, komm. Wir fliegen. Wir fliegen. Wir fliegen. Fliegen wir immer noch drauf? Wir halten Kurs. Wir halten Kurs. Ja, ein bisschen haben wir, ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Okay, das Spiel laggt jetzt doch nicht mehr so krass wie vorher. Also gucken wir mal nach, was haben wir als nächstes. Wir hätten da noch, Leute. Wir hätten noch den Wagen. Der muss definitiv in die Maske rein. Locker. Und man kann das Ding noch fahren. Man kann es noch fahren. Warum ist es immer falsch rum ausgerichtet? So, okay, Leute. Wir haben die Rampe jetzt erhöht. Und das bedeutet, jetzt geht's auf. Die Maske fällt. Na los. Wir erwischen das Gesicht. Yo, es sieht gut aus. Es sieht gut. Es sieht. Ja, oh, oh, okay. Es sieht ganz gut aus. Es sieht ganz okay aus. Ja. Wait. Ist das ein Feuer? Leute, sein Fuß brennt. Oh mein Gott, sein Fuß brennt. Okay, Leute, was können wir tun, damit das Ganze nicht eskaliert komplett? Aber ich weiß nicht, aber... Bruder, dein Fuß brennt. Oh nein, der Schatteneffekt wird stärker. Oh nein, jetzt ist... Oh, Leute, ich sehe jetzt schon wieder weniger. Okay, weißt du was? Du hast es nicht anders gewollt. Du kriegst jetzt den Kipplaster ab. Ja, Mann! Du kriegst jetzt das heftigste Fahrzeug, das ich meinen Petto habe, ab. Und zwar den Kipplaster. Und wenn das nicht ausreicht, dich zu zerstören, dann nehme ich andere Mittel. Dann nehme ich noch diesen riesen Helikopter. Und ich habe noch andere Autos. Ich habe noch so viele Autos, die ich benutzen kann. Okay, aber einen Augenblick. Ich muss kurz Rückwärtsgang nehmen. Oh, oh. Nein, nein, nein. Der Schatteneffekt. Oh, Leute, ich sehe immer weniger. Oh, das macht es echt schwierig. Das macht es echt schwierig. Okay, Achtung, Leute, let's go. Vollgas. Nitro verbraucht sich gut. 50 km/h, 60 km/h. Ja. Und die Maske. Oh. Oh, okay, okay.
Bleib drin. Das ist gut. Das ist gut. Das ist richtig gut, Leute. Der Kipplaster sammelt den ganzen Dreck auf. Nein, wir fallen. Hauptsache, wir bleiben noch irgendwie dran. Wir bleiben noch dran, Leute. Es ist richtig viel Schaden. Das sind alles die Einzelteile. Das geht komplett ab. Jetzt rasieren wir. Wir rasieren ihn. Und jetzt nach innen. Oh, yo. Das ist gut. Wir haben ihn die rechte Seite einfach komplett weggemacht. Jetzt hat er statt ein schwarzes Kleid ein lila Kleid. Oh nein, und der Schatteneffekt kommt zurück. Er kommt zurück, Leute. Jetzt sehe ich langsam immer weniger. Das wird jetzt echt schwierig. Okay, wir brauchen härtere Geschütze. Wir brauchen viel härteres und schwereres Geschütz. Der Bagger wird ihn die Hand abmachen, damit wir den Schatteneffekt wegmachen. Weil es wird jetzt echt schwierig. Okay. Wir aimen auf die Hand, Leute. Nitro wird jetzt eingesetzt. 60 km/h. Reicht das? 70 km/h. Sollte reichen. Und jetzt auf geht's. Zerstören wir die Hand. Let's go. Der Schatteneffekt ist weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Oh, Alter. Ich habe diesen Sprung. Wir haben... Leute... Er kann sich nicht mehr zur Wehr setzen. Wow, es ist hell geworden. Es ist hell geworden und laggy. Leute, jetzt ist es soweit. Er kann sich nicht mehr verteidigen. Den Schatten, den er herbeigerufen hat. Es ist Geschichte, Kollege. Aber Moment, eine Sache muss ich testen. Und zwar, Leute, schreibt alle SCP in die Kommentare. Jeder einzelne von euch, damit wir eine Special-Waffe bekommen, mit dem wir endlich herausfinden, was sich hinter dieser Maske befindet. Also, alle mal jetzt einmal SCP in die Kommentare und... Yo, wir haben ein Laserschwert bekommen. Okay, das können wir jetzt benutzen, Leute. Achtung. So, was befindet sich hinter der Maske? SCP, demaskier dich. Was befindet sich da drinne? Oh nein, es brennt. Ich will doch nur sehen, was sich hinter dem Auge befindet. Es ist nur ein Block. Aber er brennt jetzt komplett. Oh, yo, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Es befindet sich nichts. Einfach nur Schatten. Okay, dann würde ich sagen, Leute, nehmen wir jetzt einfach mal diesen Riesenpanzer und zerstören SCP, dass er komplett umfällt. Er kann sich nicht mehr verteidigen und er wird auch jetzt keine Chance mehr dazu bekommen. Wir müssen nur noch die linke Seite abtrennen und dann fällt er. So, Achtung, wir setzen Kurs, Leute. Wir setzen Kurs. Es sieht gut aus. Wir haben ihn und jetzt laggt das Spiel. What? Wie das aussieht, Freunde. Er zerfällt. Er kippt um. Und er hat... Wow. Alter, wie der Rücken sich an die Wand drückt. Oh, warte, er kippt auf meine Seite, oder? Kippt er etwa auf meine Seite? Und es fällt alles runter, Leute. Das Spiel laggt extrem. Und ich glaube, es kippt... Diese obere Hälfte muss noch runter. Yo, es ist geschafft, Leute. Er ist besiegt worden. Nice. Und ja, hier unten brennt es immer noch am Schuh, aber es hat ihn nicht erreicht. Aber Leute, hiermit würde ich auf jeden Fall sagen, damit beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben und schreibt unbedingt in die Kommentare, wen wollt ihr als nächstes haben. Ich habe den Train Eater bereit. Wenn ihr den haben wollt, Train Eater. Ich habe noch andere Kreaturen, die ich auf jeden Fall in Auftrag habe. Also wenn ihr wollt, dass wir diese noch haben, dann ab in die Mitte. Ideen in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. IDs raus, haut rein und ciao!